Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ja! Wir sind heute zusammen hier, um das heiß ersehnte Bürgersteig-Video zu machen. Der Thomas hat das schon so oft angeteased in den Kursen. Ja, wir haben es auch schon einmal gemacht, aber der Daniel hat den Ton versaut. Ja. Mit seinem neuen Funkstrecken-Blabla-Mikro, was nicht geklappt hat. Ja, das war schlecht. Und das wollten wir euch nicht antun und deswegen nehmen wir es jetzt neu auf. Und jetzt kommt das Krasseste. Ich als Kameramann, yeah, weil ich immer noch natürlich noch nicht so ganz fit bin. Na? Genau, der Thomas heute hinter der Kamera. Das heißt, ihr müsst heute ausnahmsweise mal mit mir vorlieb nehmen vor der Kamera. Und ja, den Thomas hinter der Kamera ertragen. Aber ist nicht schlimm, er zieht gleich einen Helm an, das werdet ihr aushalten. Ja, genau, ja. Schweißfrisur und so. Ne? Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein in die ersten Übungen. Ich schnapp mir schnell den Helm und dann geht's direkt los. Woo! Übung Nummer 1 ist Körper-Bike-Trennung. Wir haben ja schon das ein oder andere Video über Körper-Bike-Trennung gemacht. Aber dafür müsst ihr nicht zwingend immer unbedingt in den Bikepark fahren, sondern ihr könnt das auch zu Hause vor der Haustür machen am Bürgersteig. Dafür geben wir euch jetzt zwei Übungen mit. Und zwar einmal ganz gefährlich den Bürgersteig runterfahren und einmal den Bürgersteig rauffahren. Das Wichtige ist, ihr aktiviert euch einmal und einmal aktiviert ihr euch nicht. Warum? Ganz einfach. Wenn wir den Bürgersteig runterfahren, wir nehmen mal an, hier ist jetzt eine Kante, dann geht das Fahrrad von uns weg. Das heißt, wir sind vorher aktiviert und wenn wir runterfahren, dann geht das Fahrrad von uns weg und dadurch kommt Streckung in den Armen und in den Beinen. Wenn wir den Bürgersteig rauffahren, passiert das aber genau umgekehrt. Das heißt, wir nehmen den Impuls vom Bürgersteig in den Körper auf. Das heißt, wir sind gestreckt, Arme und Beine sind gestreckt und das Fahrrad kommt zu uns. Wir zeigen das euch jetzt gleich einmal in der Slow Motion. Und dann werdet ihr den Unterschied direkt am Bürgersteig sehen. So, das waren die zwei Beispiele für einmal aktiviert den Bürgersteig runterfahren und einmal das Fahrrad praktisch zu dir kommen lassen, wenn du neutral auf dem Fahrrad stehst. Wofür brauchen wir das Ganze? Eigentlich ganz logisch, um einfach Hindernisse komplett passiv zu überrollen. Das heißt, ohne da irgendwie drüber zu springen oder sonst irgendwas. Genauso könnt ihr auch Sprünge zum Beispiel wegschlucken, wenn ihr einen Sprung nicht springen wollt. Also, ab geht's zur zweiten Übung. So, Übung Nummer 2 ist der berühmte Vorderradimpuls, das Teller wegschieben. Wie das Ganze funktioniert, haben wir schon öfter in Videos erklärt, aber heute geht es darum, eine Übung für den Bürgersteig für zu Hause. Und zwar geht es darum, den Impuls praktisch immer intuitiver werden zu lassen. So ein Bürgersteig, den findet man auch öfter mal auf dem Weg zum Trail oder vom Home Trail aus zurück und praktisch kann man das da auch die ganze Zeit immer mal wieder üben. Und was wir jetzt gleich machen ist, wir gehen wieder zu unserem Bürgersteig und die Challenge ist, dass wir immer mit beiden Rädern gleichzeitig auf dem Boden landen wollen. Weil normalerweise, wenn wir ohne alles einfach runterfahren, wie gerade eben, dann geht das so dück, dück. Was wir jetzt aber wollen ist, mit beiden Rädern gleichzeitig landen und da müssen wir unterschiedlich viel Impuls geben. Wenn wir langsam fahren, brauchen wir richtig, richtig viel Impuls. Wenn wir nicht so langsam fahren, nämlich mit mehr Speed, brauchen wir weniger Impuls. So ähnlich funktioniert das auch bei Drops, die man langsam fährt oder halt Drops, die man schneller fährt oder bis hin zu einem Stepdown, wo praktisch die Landung viel weiter weg ist, als der Drop oder der Absprung hoch ist. Auf geht's zur Übung. So, das, was ich als allererstes jetzt mache, ist einmal mit meiner absoluten Komfortzone und Wohlfühlgeschwindigkeit darunter fahren. Bei so einer Kante hier jetzt ist es natürlich besonders schwierig, weil normalerweise ist ja bei einem Drop so ein Gefälle nach der Kante. Das haben wir hier aber nicht, sondern wir haben nach der Kante sofort flachen Boden. Und das ist viel, viel schwieriger, weil man richtig, richtig krass das Fahrrad hochhalten muss und dementsprechend lange Impuls setzen muss und einen kräftigen Impuls setzen muss, damit das funktioniert. Das nochmal vorweg, wir starten rein mit meiner Wohlfühlgeschwindigkeit. So, das war die Wohlfühlgeschwindigkeit. Jetzt einmal richtig, richtig langsam. Ich hoffe, es klappt beim ersten Mal. Wenn nicht, dann schneiden wir euch die Fehlversuche einfach mit rein.
Ja, das hat sogar gut funktioniert. Deswegen gehen wir direkt weiter zu Variation richtig viel Speed. Da brauchen wir dann weniger Impuls. So, das waren jetzt ja nur zwei, drei Beispiele, aber man muss das Ganze wirklich richtig, richtig lange und viel üben. Nicht, weil die Übung so schwer ist, sondern damit das Ganze in Fleisch und Blut übergeht. Wir wollen das nicht immer, dass wir darüber nachdenken müssen, sondern wir wollen, dass das Ganze in unser Unterbewusstsein geht. Und dafür müssen wir es einfach unglaublich oft machen. Früher beim Breakdance hatte ich mal einen Trainer aus Frankreich, der hat immer gesagt, du musst eine Bewegung 1000 Mal richtig machen. Die Fehlversuche zählen dabei gar nicht, sozusagen die Übung zählt nicht. Und hier ist das genauso. Wir wollen halt erreichen, dass wir es irgendwann intuitiv schaffen, den Impuls zu setzen. Und zum Beispiel bei einem Drop, dass wir, während wir drüber fahren, dass wir währenddessen spüren, wie viel Impuls wir setzen müssen, um dann halt die Landung richtig zu treffen. Vor zum Beispiel noch einem Jahr ging es mir immer so, dass ich mir den Drop erst angucken musste vor der Seite. Am besten habe ich jemanden gebraucht, der den schon mal gefahren ist. Oder am besten sogar einer, der mich noch drüber zieht, damit ich auch noch den Speed kenne. Jetzt ist das alles ein bisschen entspannter und wir gehen weiter zur nächsten Übung, und zwar Hinterradimpuls. So, das Thema Hinterradimpuls hatten wir ja schon ein paar Mal gemacht, aber da wir das für die nächste Übung benötigen, erklären wir euch das heute nochmal ganz schnell im Schnelldurchgang. Ihr steht einfach im Gorilla und letzten Endes geht es darum, einfach die Beine zu strecken. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht jetzt so ganz normal hier auf dem Boden und seid in dieser Position, das heißt aktiviert im Gorilla. Was wir jetzt machen, ist einfach die Beine strecken, und zwar explosiv. Was passiert? Ganz einfach, wir springen. Aber damit wir nicht einfach nur so platt auf dem Boden landen, wollen wir schön abrollen beim Springen. Das heißt, wir sind in der Luft gestreckt. Die Füße sind gestreckt. Beim Fahrradfahren ist das genau das Gleiche. Wir halten praktisch, wenn wir die Pedale so haben, halten wir unsere Pedale fest und heben damit das Rad an. Außerdem können wir genauso sanft landen, wie wir auch auf dem Boden landen würden, wenn wir springen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet einfach so springen, hier, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Pedale verloren geht, aber ihr könnt ja theoretisch Klicks fahren, dann würdet ihr einfach nur ins Fahrwerk fallen und könnt nicht schön abfedern. Beim Sport, wenn man zum Beispiel einen Squat Jump macht, nennt man das Triple Extension. Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Beim Mountainbike fahren genau das Gleiche. Ich zeige euch das Ganze einmal und dann geht's weiter. Leute, ihr geht einfach tief und steht auf. Am Anfang passiert das schon mal, dass ihr gerade bei einem Fully einfach noch nicht so weit hochkommt, weil einfach ihr praktisch erstmal das Gewicht aus dem Dämpfer rausholt. Was wir ja nicht wollen, ist einfach so diesen Rebound-Hop machen. Das heißt einfach in den Dämpfer reinpushen mit dem Rebound hoch, sondern wir wollen wirklich das aus dem Impuls holen. Wenn ich jetzt praktisch den Dämpfer sperren würde, wird das auch einfacher gehen. Aber ich zeige euch noch einmal eine Runde. Und dann geht es zur eigentlichen Übung, warum wir das Ganze machen. Sexy Eyes. So, wir haben gerade super schönen Wind. So, okay. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Jetzt üben wir das Ganze in Kombination an der Bordsteinkante. Das heißt, wir heben zuerst durch den Vorderradimpuls das Vorderrad drüber. Und im Anschluss mit dem Hinterradimpuls durchs Aufstehen das Hinterrad über das Hindernis. Ab geht's. So, jetzt noch eine Übung, die hat gar nicht so viel mit dem Bordstein zu tun, aber die könnt ihr trotzdem zu Hause vor der Haustür machen. Zum Beispiel, wenn ihr gerade das Fahrrad aus der Garage holt oder aus dem Keller oder wo auch immer. Und zwar geht es darum, dass ihr vorne im Gorilla seid, die Vorderradbremse leicht schleifen lasst, das Hinterrad hochholt und dann versucht dabei zu gehen, ohne dass das Fahrrad euch berührt. Ihr werdet merken, das ist gar nicht so einfach, vor allem weil jetzt hier auch noch ein Bordstein ist.
So, was wir als nächstes machen, ist den Aufsteh, also Hinterradimpuls, mit dieser Schiebeübung zu kombinieren. Das ist tatsächlich etwas, was ich selber noch gar nicht so oft geübt habe, aber ich bin ja dazu heute verdonnert, solange der Thomas in frühzeitige Rente ist, kurz mal die Videos zu machen. Man nennt es auch Stoppy oder Endostop, irgendwie sowas. Es geht darum, dass ihr praktisch anrollt, wirklich die Bremse nicht voll ziehen. Ne? Also wir holen das nicht das Rad hoch, indem wir voll in die Vorderradbremse reingehen, sondern durch den Impuls, durch das Aufstehen und das leichte Ziehen der Bremse. Wir probieren das Ganze jetzt gleich mal aus. Wichtig ist auch, ihr könnt die Bremse einfach wieder loslassen und das ist der Knackpunkt auch, weil dann rollt das Rad weiter und ihr kommt auch wieder runter. Nicht mit der Hüfte weit nach vorne gehen und so ein Kram, sondern einfach wirklich nur aufstehen, die Bremse ziehen und in der Theorie hört sich das Ganze immer super an, aber ich probiere das Ganze jetzt auch aus. So, als nächste Übung und finale Übung für den Bordstein geht es darum, den verteufelten Schweinehopp zu machen. Wir kombinieren das gleich mit einer Gleichgewichtsübung am Bordstein, aber als Abschluss von dieser Übung hüpfen wir praktisch vom Bordstein mit dem Schweinehopp runter. Warum jetzt der Schweinehopp? Der ist ja sehr, sehr verteufelt. Jeder, der eine saubere Fahrtechnik haben will oder das lehrt, sagt, ja, das ist nicht so gut. Aber manchmal hat man einfach nicht mehr genug Zeit oder zu viel Stress. Man muss irgendwie Notfallmanagement machen auf dem Trail. Und manchmal hilft es dann einfach, wenn man den trotzdem kann. Und deswegen erkläre ich den ganz kurz. Im Prinzip holen wir da ganz, ganz viel aus dem Fahrwerk raus. Und zwar gehen wir voll in die Compression vom Fahrwerk und holen durch den Rebound das Fahrrad hoch. Da gilt übrigens trotzdem die gleiche Regel mit den Fersen. Das hilft auch extrem, weil sonst verliert ihr nämlich auch die Pedale. Das heißt, ihr geht voll in die Compression, holt das Fahrrad dadurch hoch und kommt dadurch auch in die Luft. Ich zeige es euch mal ganz kurz, ist wirklich auch nicht so schwer. So, nächste Übung, Gleichgewicht auf der Bordsteinkante halten. Und warum der Schweinehopp? Das kommt gleich. Wir fahren einfach gleich hier auf dieser Kante vom Bordstein. Die sind ja meist nicht viel breiter als jetzt so ein Reifen. Da fehlt nicht mehr viel links und rechts. Und wir versuchen darauf zu fahren und irgendwann passiert es vielleicht, besonders wenn wir langsam fahren, dass wir die Kontrolle verlieren. Und dann entscheiden wir uns trotzdem bewusst dafür, kontrolliert abzuspringen, wenn ihr zum Beispiel so ein North Shore Ding fahren würdet oder was weiß ich. Und dann kommt der Schweinehopp ins Spiel, das heißt, wir machen dann den Schweinehopp runter. So, ihr seht selber, ich übe das nicht oft und das ist gar nicht mal so einfach und kostet auf jeden Fall auch immer ein bisschen Konzentration und ich muss gerade mich selber dabei leider ertappen, dass ich diese Übung echt öfter machen könnte. Ihr werdet merken auch, dass ihr dadurch, dass ihr immer zentral im Bike sein müsst dabei, allgemein einfach eine viel zentralere Haltung haben werdet, wenn ihr dann zukünftig auf den Trails unterwegs seid. Das Fahrrad? Ja. Also neben die Pollkiste. Neben die Pollkiste. Jo. So Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, Thomas war zufrieden mit meiner Leistung. Nein, alles gut. Ich stelle ja auch immer hohe Ansprüche. Und, aber ich denke, diese Übungen haben halt in meinem Alltag gezeigt, dass die halt alle zu besseren Mountainbikern machen. Wir werden von dieser Art Videos wahrscheinlich noch ein paar machen, von Übungen, die ich in den Kursen immer mitgebe als Hausaufgaben, die vielen Leuten erstmal im Kurs lächerlich erscheinen. Also das nächste Video wird so ein richtig cooles dafür. Da geht es nämlich ums Absteigen vom Fahrrad, was kein Mensch übt, genau wie das Bremsen. Ne? Zusätzlich zu diesen Bürgersteigübungen empfehle ich euch, auf Asphalt wirklich Vollbremsung zu üben und zwar aktiv mit dem Körper mitzubremsen, die Fersen runterzusetzen, das haben wir ja alles schon mal in Videos erklärt, weil Bremsen ist mit eines der schwierigsten Manöver, weil wir halt eine Trägheit der Masse auf unseren Körper erzeugen, die aber am wenigsten geübt wird von den meisten. Und wann brauche ich Bremsen? Immer im Notfall. Und dann sollte ich es beherrschen. Ja? Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, die Übungen, ey, wirklich, wenn euch das erstmal albern vorkommt, aber zieht das mal einen Monat. Hashtag jeden Tag sind das 5 Minuten
Und das macht euch zu besseren Mountainbikern, hundertprozentig. Also ich habe heute schon, ich mache ja die Übungen jetzt auch nicht jeden Tag, weil einfach zeitlich das gar nicht so drin ist, aber ich habe ja heute schon gemerkt, dass die Kleinigkeiten, wenn man mehrere Runs gemacht haben, immer besser geworden sind. Und ich glaube, wenn das dann richtig in Fleisch und Blut übergeht, dann wirkt das Wunder. Und diese Skills brauche ich halt überall, auf Wurzeln, auf dem Trail, auf Absätzen. Ich bin in der Mitte im Bike, ich kann mit verschiedenen Techniken, Vorderradimpuls, Hinterradimpuls, Körper-Bike-Trennung, Schweinehopp. Ich habe einfach einen großen Werkzeugkoffer, aus dem ich mich bedienen kann. Und die Kunst ist aber, das so oft zu üben, dass es wirklich intuitiv sitzt. Also wie zum Beispiel, wenn du eine Treppe raufgehst, guckst du auch nicht vorher, wie hoch muss ich denn den Fuß heben für die Stufe. Das machst du auch intuitiv. Da müsst ihr hinkommen, Leute. Das ist ein langer Weg, weil dann sieht es cool aus, wenn ihr einen Trail fahrt. Weil viele fahren immer, das hat halt von den alten Videos immer alles sehr statisch mit Gorilla und so. Es hat unglaublich viel mit Gefühl und Fühlen zu tun. Und das kommt durch so Übungen, kommt das bei euch im Hirn an und ihr werdet total locker und dann sieht es auf einmal chillig und cool aus. Und da wollen wir ja irgendwo alle hinkommen, dass es locker aussieht auch und nicht irgendwie nach einer verkrampften Supertechnik, weil die bringt uns allen gar nichts. Kommt auch noch ein super Spezialvideo, wenn ich wieder ein bisschen recovered bin, wie man so schön sagt, zum Thema Springen, weil da habe ich mich auch mit dem Cord, der bei Klarno jetzt Teamfahrer ist, unterhalten. Der gibt auch Kurse zum Springen, der kann sehr gut springen. Der ist schon so in der Frontflip- und Double-Backflip-Liga und sowas. Und auch der lehrt springen, ähnlich wie ich das mache. Und wir werden euch zeigen, springen über Gefühl und Körperspannung. Kommt nochmal ein Spezialvideo zu, da darf der Daniel ja nochmal schwer aktiv werden. Und wir machen das Beste aus unserer Situation. Auch der Daniel wird ja bald mal ein Stück ausfallen, glaube ich. Noch nicht so sicher, weiß nicht so genau. Ja, wahrscheinlich immer noch die Geschichte mit dem Nabelbruch. Sowas holt man sich halt im Swingerclub selber schuld. Ne? Passiert, ne? Ja, passiert. In diesem Sinne. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren. Ihr seht, auch wenn der Thomas ausgefallen ist für eine Zeit jetzt, bleibt ihr euch nicht vorenthalten. Der Daniel gibt mir das Gefühl, als ob ich gebraucht werde. Total super. Nein. Zeit geht dann schneller rum. Genau. Und für alle, die auch verletzt sind, ich weiß, dass das manchmal schwer ist. Ich habe das auch manchmal, so schlechte Phasen, wo ich dann wirklich gestern wieder bei einem Regal aufbauen, wo ich über meine eigenen schlechten Fähigkeiten so sauer bin. Aber ey, schlimmer geht immer und immer positiv denken, weil wer positiv, der Körper regiert über den, der Geist regiert über den Körper. Wer das nicht glaubt, guckt sich mal die Shaolin-Mönche live an, das ist tatsächlich so. Und in diesem Sinne, an alle, die auch verletzt sind, eine schnelle Genesung und dass wir schnell wieder aufs Bike kommen. Macht's gut, ciao, ciao. So schlecht, oder? Ja.